Willkommen zum weiteren Talk von Florian Foster. Warum die Diskussion zur AID nicht technologisch sein sollte. In diesem Talk möchte er erklären, warum die AID-Diskussion so kompliziert scheint. Besonders möchte er dabei die verschiedenen Einsatzbereiche wie Authentifizierung, Autorisierung und Signierung aufzeigen und wie diese zurzeit in der Debatte unklar sind. Willkommen. Hallo zusammen. Gut, ich würde sagen, dann lege ich einfach los. Wenn ihr Fragen habt oder Schweizerdeutsch nicht okay ist, dann schreibt es in den Chat. Dann wechsle ich jetzt noch auf Hochdeutsch. Ist also eure Chance, um noch Einfluss zu nehmen. Sonst schaue ich im Chat, wenn ihr Fragen habt, schaue ich so mit einem Auge auch drauf. Wenn ihr zwischen deinen Grätschen, feel free. Ihr solltet eigentlich relativ gut können Antworten liefern. Gut, sonst legen wir los. Kurz zuerst zwei, drei Wörter zu mir. Moment, irgendwie ist Agenda. Ein paar Worte zu mir. Dann, wieso ist die Diskussion so kompliziert? Für wen braucht es überhaupt eine AID? Weil ich glaube, da müssen wir ein bisschen Klarheit schaffen. Was für IDs gibt es bereits? Es hat ja diverse Initiativen in der Vergangenheit. Was sind die Herausforderungen? Was für effektive Lösungsansätze gibt und welche Lösung scheint sinnhaft? Das ist mal so kurz die Agenda, die ich versuche zu fahren. Und ich starte schnell mit ein paar Worten zu mir, damit ihr ein bisschen eine Übersicht habt für die, die mich nicht kennen. Ich bin Gründer und Partner in einem Unternehmen, das Open Source IAM herstellt. Sprich, das Thema ist für mich so ein Daily Business. AID für uns ist einfach ein Einflussfaktor in der ganzen IAM-Reise. Denn übernehme ich meistens die Rolle von einem IAM-Architekt, bin also eher also auf der Architekturseite von dem Thema tätig. Ich habe eine Zeit lang die Fachgruppe IAM vom Verein ECH geleitet. Also Meinung, auch so wie IGOF in dem Zusammenhang mit dem ganzen Thema steht. Ich bin Mitglied der OpenID Foundation, das ist ein Standardisierungsgremium, wo föderierte Systeme. Fair. Die erste Chat-Message gelesen. Mag jemand auf Hochdeutsch oder darf ich Schweizerdeutsch sprechen? Und sonst bin ich noch ein bisschen ein Infosec-Nerd. Also feel free, wenn ihr jetzt noch wollt. Vielleicht mag jemand noch Hochdeutsch. Wir schauen noch eine Sekunde. Bis jetzt hat noch niemand ein Veto geliefert. Sonst geht es dann gleich weiter mit Schweizerdeutsch. Ich muss ja mein schönes Ostschweizer St. Gallerdeutsch noch ein bisschen platzieren, sodass ihr den Ost-Groove auch noch habt heute. Keine Vetos, gut, geht weiter in Schweizerdeutsch. Sind ihr parat? Will! Triggerwarnung, viele von den Sachen, die ich heute erzähle, sind nicht unbedingt immer gängige Theorie, sondern viel auch, sage jetzt mal, persönliche Meinungen. Ihr dürft die gerne challengen, wenn ihr wollt, weil ich habe mal eine unbequeme Meinung, zum Beispiel zu Themen wie Blockchain, da kommen wir denen auch noch kurz dazu. Und wenn ihr euch offended fühlt, dann tut es mir jetzt schon leid. Es könnte sein, dass ich irgendwann mal noch einen Karren anfahre. Aber sonst starten wir. So. Wieso ist die Diskussion so mega kompliziert? Oder? Wir erinnern uns noch kurz zurück an die Abstimmung, die ziemlich famos gescheitert ist zu der AID. Das ist an ganz vielen Umständen geschuldet. Ich für mich habe es einmal zusammengefasst, wo es denn grosszügig überhaupt klemmt. Und ich glaube, der grösste Punkt ist, was soll denn die AID überhaupt leisten? Da ist nämlich eine riesige Unklarheit in meinen Augen. Das ist ja bis heute nicht resolved, wenn ich auf das Thema schaue. Ich bin immer aktiv involviert. Folgerichtig ist das ein grosser Punkt. Denn das Thema Datenschutz, das hat ja auch mit und zum Abbruch von dieser ganzen Übung geführt, beziehungsweise zum Neuaufgleisen. Sicherheit ist ein grosses Thema, das ist klar, oder? Denn wie einfach ist die Lösung? Damit meine ich vor allem User Experience, weil das ist natürlich relativ wichtig, dass die User Experience einigermaßen gut ist. Dann gibt es eine ausländische Anerkennung. Ja, nein, vielleicht. Ist nicht so klar gewesen bis anhin, ne? Ist auch heute noch nicht klar, ob sie ausländische Anerkennung haben wird oder nicht, oder ob das Ziel ist. Dann haben wir viel Einfluss von Lobbys in dieser ganzen Übung. Ich meine, man kann jetzt von Lobbys halten, was man will. Ich will es nicht einmal verdammen, sondern will mir einfach darauf hinweisen, dass es da Spannungsfelder gibt. Und dann hat es auch ganz viele legale Risiken gehabt, wie Haftungsfragen, die einfach so ein bisschen unklar sind. Wer übernimmt Restrisiken? Das ist eine riesen Baustelle. Also, ich meine, ich mache ein Fallbeispiel, wenn ich mit einer AID ein Amtsgeschäft oder ein Geschäft ganz im Allgemeinen tätige auf irgendeiner Karte, dann wird automatisch die Frage kommen, wer übernimmt die Restrisiken, die der Konsument nicht übernehmen kann, wie zum Beispiel ein Phishing-Angriff. Selbstverständlich habe ich auch eine sachliche Argumentation jeweils
Es wird kein reiner Rant geben heute, es wird auch noch zwei, drei sachliche Argumente werden kommen. Dann unterstelle ich vielen Leuten auch Halbwissen, weil das Klassiker ist, Sicherheit hat sehr viel mit Halbwissen zu tun. Also zum Beispiel Phishing-Resistenz von so einem System ist etwas einigermaßen Wichtiges. Viele behaupten, dass gewisse Sachen phishing-resistent sind, ohne jemals ein Threat Models gemacht haben. Oder das ist einfach so ein bisschen schwierig. Und dann gibt es noch Technologie-Albträume. Kommen wir dann noch dazu. In meinen Augen sind das einfach so die Buzzword-Treiber, wie ja, Blockchain löst alle Probleme, Dezentralität löst alle Probleme, Zentralisierung löst alle Probleme. Oder? Also man kann das in verschiedenen Richtungen trüllen. Es ist also nicht nur ein Element des Problems, sondern auch technologische Ideologien, die einem da häufig im Weg stehen. Und last but not least, und in meinen Augen relativ wichtig ist, in der AID auch, ist Inklusion von allen Personen. Oder damit meine ich auch Handicapierte, Alte, Junge. Also das ist eine recht grosse Baustelle, die eigentlich auch ziemlich schlecht adressiert war in der Vergangenheit. Also das ist so das Rahmenwerk, wieso das in meinen Augen heute klemmt. Da. Gehen wir mal schnell darauf ein, für was braucht es denn eine AID oder vielleicht auch nicht, weil das ist eigentlich eine spannende Diskussion und die ist Anwendungsfälle, oder? Im Klassischen diskutiert man immer über E-Government, ich lasse genauso plakativ da stehen, weil was auch immer E-Government denn genau leisten soll, aber es ist sicher ein Anwendungsfall für eine AID. Ist es ein Login für alles? Das ist auch so ein Klassiker, der immer wieder kommt, ist auch in der Abstimmung, haben wir das immer wieder gesehen, oder? Dann gibt es da den staatlichen Login. Die Frage ist, ist das wirklich ein Anwendungsfall, der valid ist oder nicht? Lassen wir es mal noch schnell offen. Denn der Klassiker ist auch immer wieder Altersnachweis beim Konsum. Sei es jetzt, ob ich wieder Galaxus Alkohol bestellen will oder ob ich auf Pornhub will, irgendwelche Videos schauen, spielt keine Rolle, oder? Also es geht einfach darum, kann ich mein Alter nachweisen und soll ich das überhaupt nachweisen? Das ist eine soziokritische Diskussion, die da drin steckt. Die gehen wir nicht grossartig ein, aber sagen wir einfach mal, es ist ein Anwendungsfall. Und dann, mein Lieblings-Bullet-Point ist eigentlich Sammlung von Nachweis. Und mit Nachweis sind gemeint von Lehrlingszertifikat, also ich meine, was für eine Lehre habe ich gemacht, wie für eine Note habe ich abgeschlossen, was habe ich für eine akademische Bildung und so weiter. Oder da kann man sich tausend von Kremskrams-Attributen rein denken. Oder Nachweis in dem Sinn, wo könnte interessant sein oder eben auch nicht. Und das sind so Hauptanwendungsfälle. Und wie viele davon valid sind, da komme ich am Schluss dann noch mit einer pointierten Meinung hinführen. Aber lassen wir uns mal dabei, dass das die wichtigsten Themen sind, die irgendwo in dem Kontext umeinander geistert. Ja. Was sollte aber eine AID auch noch machen? Neben dem, dass sie gewisse Anwendungsfälle enablen sollte, sollte sie auch irgendwelche Funktionalitäten mitbringen, und damit meine ich technische Funktionen. Und die sind natürlich stark beeinflusst von Anwendungsfeldern, also mache ein Beispiel, wenn ich kein Geschäft damit machen muss, wie ein Rechtsgeschäft im Sinne vom Zertifikatsgesetz, also QS zum Beispiel, dann brauche ich auch keine Signierung in der AID unter Umständen. Also es gibt so ein bisschen die Wechselwirkungen, die dort auch noch wichtig sind. Aber man kann es mal zusammenfassen auf, okay, Funktionalitäten, die für eine AID relevant sind, sind Authentifizierung, das unter Garantie. Identifizierung, das ist auch noch relativ hoch, die Chance, oder? Weil es steht im Namen. ID oder Identification ist ein richtiger, wichtiger Topic da drin. Dann Nachweis, kann sein, dass das eine Funktionalität ist, die gewünscht ist. Signaturen, also ob ich etwas damit signieren kann, ganz im Allgemeinen. Und ob ich auch etwas damit verschlüsseln kann. Das sind so die technischen Funktionalitäten. Und wir kommen noch darauf, welche davon wirklich relevant sind für die Zukunft. So. Stellen wir also mal eine knackige Frage in die Runde. Oder? Ist der Zweck primär Identifikation von der AID oder braucht man sie als Ökosystem für alles Mögliche an Daten, die umeinander geistert? Das ist eigentlich so die Kernfrage, die es zurzeit auf abdampft. Also will man die AID effektiv als Identifikationsmittel für eine Person oder eine legale Entität einsetzen oder will man es als Enabler für ein ganzes Ökosystem schaffen, im Sinne von, ich kann alle möglichen Arten von Nachweis da drin tun, wie, ja, was für eine Arztnummer habe ich, was für eine Anwaltsnummer habe ich, bin ich befähigt, um ein Auto zu lenken, habe ich einen Abschluss von einer Universität und so weiter. Und das ist eigentlich die Gretchenfrage in dieser ganzen Diskussion, die nicht so einfach zu beantworten ist. Meine ketzerische Meinung schicke ich da schnell voraus, ist, in meinen Augen hat die EID den Zweck, von einem Identifikationsmittel zu füllen und alles andere ist Makulatur und nice to have.
Insofern ist so ein bisschen Spannungsfeld, muss man den Ökosystemteil adressieren. Wir kommen aber dazu, was dort alles drinsteckt, oder? Weil es hat Vor- und Nachteile. Es ist ja also nicht so, dass die Meinung absolut ist diesbezüglich. Kurzen Abriss noch. Was für EIDs gibt es bereits oder hat es gegeben? Ich muss ein bisschen pointiert ausdrücken, weil Swiss-ID, die alte, die gibt es ja nicht mehr wirklich. Also die hat es so am Rand, kann man sagen. Denn Swiss-ID, oder, die ist im Abzug von der Abstimmung auch immer wieder genannt worden. Ist auch eine Art von elektronischer ID, oder? Man kann jetzt darüber diskutieren, wie signifikant und aussagekräftig das ist. Denn Switch hat etwas, wo vor allem im Studentenbereich unterwegs ist oder jeder, der irgendwie mal an einer Uni oder FH oder was auch immer war, hat wahrscheinlich ein Switch-Login und damit auch irgendwelche Identitätsdaten dort. Und dann kommen wir so ein bisschen in den EPD-Bereich rein, oder eidgenössisches Patientendossier, da gibt es auch irgendwelche IDs, zum Beispiel Trust-ID, wo glaube ich von Elka ist, wenn ich das noch recht im Kopf habe. Und dann gibt es auch noch das ganze EIDAS-Konstrukt, da hat absichtlich einen Stern da drauf, weil das ist ja das europäische Gefäß und das ist, sagen wir mal, auch schon fast eine Art Ökosystem, wo ganz viele Länder daran partizipieren. Also da gibt es auch schon eine Art von elektronischen Identitäten. Und es gibt selbstverständlich noch mehr, die Liste ist also nicht abschliessend, oder? Wie genau im Chatleser gewesen. Die Liste ist also nicht abschliessend und darum gibt es wirklich vieles. Also es ist wirklich ein breites Ding. Der Chris schreibt da, alles was über Identifizierung hinausgeht, nice to have. Oder auch manchmal dangerous to have. Ja, ich könnte nicht mehr als zustimmen. Wir kommen nachher noch im späteren Verlauf drauf, was dort genau die Risiken sind. Weil gerade da die ganze Diskussion rund um Self-Sovereign Identity und Verifiable Credentials, wo ich nachher noch schnell drauf eingehe, hat da gute und schlechte Seiten. Und die sollte man sich ganz dringend bewusst sein, wenn man da über das Thema redet. So, was sind die Herausforderungen überhaupt? Oder also, ich meine, jetzt sind wir so ein bisschen geredet über, was soll das Ding so wahrscheinlich können? Was gibt es schon? Was sind technische Grundfunktionalitäten? Aber jetzt würde ich gerne mal einsteigen, was sind denn die grössten Herausforderungen in dieser Domäne, oder? Und eigentlich, wenn man es wirklich, wirklich eindampft, was ich da jetzt gemacht habe, ist, dampft es irgendwie auf die 6 Bullet Points ab, oder? Das ist so ein bisschen der Punkt. Also Haftung ist eine riesige Diskussion da drin, oder? Alles, warum, wer halt was für Recht geht, mega wichtig zum Klären. Und man kann nicht einfach alle, sagen jetzt mal, Restrisiken auf den Konsument abwälzen, in keinem von diesen Systemen, weil der Konsument ist der, der am wenigsten Sachverstand hat und am wenigsten Daten, um irgendwelche Aussagen zu treffen. Oder? Also auch wenn es um Nachweis von irgendwelchen Themen geht, fällt es dem Konsument am schwierigsten, um irgendwelche Aussagen zu treffen an dieser Stelle. Privacy ist auch ein grosser Punkt, oder? Da hat mitunter ist auch so ein Teil von der Knickbrechung gewesen, wieso das bei der Abstimmung zu einem Nein gekommen ist, oder? Weil es könnte in so einem System ganz viele Nutzungsdaten anfallen, es können aber auch nicht nur Nutzungsdaten anfallen, sondern auch Inhaltsdaten, oder? Wo könnte missbraucht werden. Insofern ist Privacy eine riesige Herausforderung in dieser Übung. Und man muss sich einfach bewusst sein, um es gerade explizit ausformulieren, man kann ein EID nicht für alle Zwecke so gestalten, dass sie in randomisierter oder aber anonymisierter Form funktioniert. Weil wenn der Zweck von einer EID auch Identifikation ist, dann ist in der Natur von der Sache, dass man Personen identifizieren, die Attribute muss weitergeben. Also das heisst, die ganze Diskussion rund um Zero Knowledge Proof und ähnliche Themen ist nicht so einfach. Ja? Weil wenn es darum geht, eine Person zu identifizieren und nicht einfach nur zu wissen, ob sie genug alt ist oder nicht, dann bleibt Zero Knowledge Proof eigentlich fast nicht mehr als Option übrig, was wieder zu der Privacy-Diskussion führt und noch Security-Implikationen hat. Ja? Der nächste Punkt. Security ist eine riesen Baustelle. Es gibt ganz viele Angriffsvektoren und Probleme, die sollte man auch ein bisschen kennen. Und es ist eine Herausforderung, ein Systemdesign, wo allen, ich sage jetzt mal, Spannungsfelder gerecht wird. Denn von wegen, dass für alle Leute enabled sind, oder? Ease of Use ist mega wichtig, weil die Stakeholder sind ja tendenziell von 18 bis 80. Ob denn die alle das auch nutzen, lassen wir mal offen. Es gehören Blinde, Taube, Stumme, alle irgendwie da in die Übung rein. Folgerichtig ist Ease of Use
relativ wichtig. Denn Ease of Integration, oder? Also das heisst, jemand, der die EID in seine Business-Prozesse will nutzen, sollte vielleicht auch fähig sein, das einfach zu machen, so dass nicht extrem hohe Sicherheitsrisiken entstehen. Und dann zu guter Letzt ist Akzeptanz ein wichtiger Punkt im Sinne von der Marktverbreitung, was natürlich auch ökonomische Einflüsse hat. Der Hermi schreibt, das sind doch verschiedene Aspekte, wenn ich dir zeigen kann, dass ich wirklich Person X bin und zum Beispiel etwas ab 18 kaufen kann, dann kann ich das ja mit Zero Knowledge machen. Ja, Hermi, das ist absolut korrekt. Wenn es rein um den Nachweis geht, dass ich zum Beispiel 18 bin oder ein Mann bin oder eine Frau bin, kann man so Themen mit Zero Knowledge lösen, oder? In der Realität ist ja das Problem, dass viele Geschäfte mit der EID ja nicht nur auf einzelne Attribute bauen, sondern primär auf Personenidentifizierung eingehen. Da kann man jetzt, gibt es auch Corner Cases, spannende, zum Beispiel Mietwagen. Lange es, wenn eine Mietwagenfirma Bestätigung bekommt, dass ich eine Kategorie B Fahrerlaubnis habe? Oder muss sie gleich auch noch wissen, dass ich eine Person XY bin? Oder? In dem Moment ist so, wird es eigentlich spannend, weil wahrscheinlich muss sie auch wissen, wer ich bin. Die reine Bestätigung, dass ich Kategorie B habe, wird kaum lange aus Auditgründen, weil sie müssen ja wahrscheinlich noch wissen, wo alle die Rechnung schicken, wenn ich schnell gefahren bin. Und also so ein bisschen, hat immer zwei Seiten von der Medaille. Genau. Das sind natürlich die wichtigsten Herausforderungen in dem ganzen Kontext. Ja. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf die Lösungsansätze und Technologien ein, die mannigfaltig sind heute. Wir fangen mal schnell an mit ein paar Themen, so ein bisschen erläutern, damit wir alle ein bisschen gemeinsames Bild haben, oder? Weil es ist die Wörter, die eingesetzt werden, die alle immer ein bisschen umeinander schmeißen, von eben Verifiable Credentials, Decentralized Identifiers, SSI. Wir versuchen jetzt mal schnell ein bisschen klarzustellen, damit wir hinten raus ein bisschen eine einfachere Meinungsbildung haben, oder? So. Verifiable Credentials und DIDs sind eigentlich nur, sagen wir mal, das eine ist eine Art wie eine Methodik, wie ich IDs verteile, beziehungsweise wenn ich herausfinde, ob ich nachschauen kann, ob die ID irgendetwas aussagt. Das ist eigentlich die Idee der DIDs. Und Verifiable Credentials sind nichts anderes als Nachweis, dass irgendetwas war oder ist. Und früher hat man gesagt, gut, ein VC kann auch einfach signiertes ein Dokument sein, im Sinne von mit einer X509 signiertes PDF. Das ist eigentlich schon ähnlich an einer Visi, oder? Der grosse Unterschied, was da drin gibt, ist eigentlich dann auf der Seite, wo man nachher sehen, von wie das Zeug konsumiert ist. Das ist, dass bei Verifiable Credentials ich eigentlich nicht die Verifiable Credential weiterleite an dem, wo etwas konservieren will, sondern eine sogenannte Proof. Also ich gebe jemandem eine kryptografische Proof weiter, dass etwas ist. Und das kann zum Beispiel ein Zero-Knowledge-Proof sein, wo einfach sagt, ich bin 18 gewesen. Das ist ein einfacher Fall. Oder es kann auch ein Proof sein, dass ich wirklich der Florian Forster bin. Und in dem Moment muss ich das ja auch irgendwie weiterleiten. Und Verifiable Credentials erfüllen eigentlich quasi wie den Nachweis, wo jemand, also zum Beispiel der Staat, mehr ausgibt, hey, ja, du bist der Florian Forster. Das ist ein Verifiable Credential. Und wenn ich das weitergebe am Steueramt, was zwar auch der Staat ist, aber auf der anderen Seite oder im E-Government-Geschäft, dann gebe ich denen ein Proof weiter, dass ich wirklich der Florian Forster bin, auf der Basis von dem Verifiable Credential. Ich erläutere es gerade nochmal auf dem nächsten Slide ein bisschen. Wichtig ist zu wissen, die ganze Verifiable Credential und die ID-Thematik ist eine relativ junge Technologie. Also es ist noch nicht matur. Also das hat, Version 1.0 hat es jetzt gerade etwa Ende 2021 gegeben in der W3C. Sprich, das sind relativ junge Themen und inhaltlich noch nicht hochnormativ behandelt. Sprich, da hat es extrem viel Spielraum für Interpretation und Fehlwahrnehmungen. Was auch eine grosse Issue ist mit der ganzen VC-Thematik, ist eigentlich, dass Data Loss for Proofs ein Problem ist. Also wenn ich am Steueramt weitergebe Proof, dass ich der Florian Forster bin und die kryptografisch signiert ist und das Steueramt verliert die aus irgendeinem Grund, dann hat irgendjemand eine digitale Proof, dass der Florian Forster zum Beispiel am 31.10. XY geboren ist, oder?
Und die Daten, die liegen, sind tendenziell mehr wert als einfach ein unsigniertes JSON, das irgendwo in einer Datenbank liegt oder so, weil ja die Proof auch noch mit dranhängt. Das wirft neue Fragestellungen auf im Sinne vom Threat Modeling, oder? Ist einfach wichtig zu wissen, dass die Daten wahrscheinlich, das ist jetzt eine Annahme, die einfach so ein bisschen gängige Theorie ist, die Daten werden im Handel der Daten interessanter sein. Und ich kann dort nicht alles blinden, also ich kann nicht alles anonymisieren, weil eben, wenn es Person soll identifizieren, habe ich das Problem, dass ich das nicht machen kann. VC sowie als auch DIDs sind in den meisten Fällen, nicht in allen, sind das noch ein bisschen Grundlage für SSI-Implementierungen. Wir kommen gerade noch zu SSI dann. Und was auch eine recht grosse Challenge ist das Ganze, wie kann ich Revokation machen? Also wenn ich jemandem ausstelle, dass er ist, und ich das revozieren muss in einer verteilten Systematik, ist es nicht ganz so einfach, weil es skaliert immer n hoch n, oder? Also n Personen haben n VCs und gehen zu n Parteien und ich muss das alles irgendwie revoken können. Das birgt noch zwei, drei Challenges. Da gibt es Lösungsansätze dazu, aber die sind noch nicht wirklich matur, muss man fair sagen. Und in der Zertifikatswelt hat man das mit also PKI-Welt, Zertifikatswelt, hat man das mit CRL und OCSP gelöst, oder da gibt es etablierte Mechaniken für das. Die sind nicht immer gleich privacy-aware, aber sagen wir einfach mal, dort ist das Problem gelöst, dass es zentralisiert ist. Ja. Bei dezentralen Systemen birgt das immer eine Herausforderung. So. Das ist so ein bisschen die Grundlage der VCs und DIDs. Das sieht noch eigentlich in einer SSI-Anwendung ungefähr so aus. Oder jemand auf der linken Seite stellt etwas aus, also zum Beispiel das Passbüro Zeit beglaubigen, dass ich der Florian Forster bin. Ich kann das in mein, zum Beispiel ein Wallet reinnehmen und kann dann am Verifier oder, kann ich, das weitergeben, zum Beispiel am Steueramt. Ich kann dem also ausdrucken, hey, ich bin der Florian Forster. Und damit das Ganze funktioniert, braucht es unten dran die DIDs, damit auffindbar ist, wer hat wo überhaupt für was eine Ausstellungsbefähigung. Das ist aber auch gleichzeitig das grösste Problem in dieser Übung, weil die normativen Charakter dort sind noch nicht klar, sprich Governance-Modell sind sich erst gerade ein bisschen am Finden. Darum ist auch die Maturität noch nicht so hoch. Dort unten steht jetzt Public or Private Blockchain oder Decentralized Network. Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Folie. Weil, wenn wir jetzt auf SSI eingehen, also Self-Sovereign Identity, dann habe ich da extra geschrieben mit DLT, also mit Distributed Ledger Technology. Weil es gibt eine Unterscheidung zwischen SSI mit Blockchain und SSI ohne Blockchain, um dort die Erwartungshaltung erklären. Und mit Blockchain gibt es ein paar spezifische Probleme mehr. Also zum Beispiel das Recht auf Vergessen, wenn PIIs, also Personen identifizieren die Attribute, und da gibt es ein paar, irgendwie auf irgendeine Art in die Blockchain hineingelangen, wird es ein riesiges Problem, die dort wieder rauszukriegen. Oder? Weil das ist per Definition in der Natur von der Blockchain, dass das eigentlich nicht so einfach möglich sein sollte. Und darum ist Recht auf Vergessen, ist dort eine solche Challenge. Man könnte jetzt sagen, im First Place, wenn die Daten dort reinkommen, haben wir eh ein Problem. Das ist korrekt. Aber Fehler passieren und darum muss man das Risiko separat erwähnen. Denn Data Ownership ist unklar. Also im Sinne von, dadurch, dass ich ja Daten in der Blockchain nicht löschen kann, kann ich sie eigentlich auch gar nicht mehr richtig ownen. Das ist so eine Challenge in dieser Übung. Ist je nach Datentyp weniger kritisch oder mehr kritisch oder spielt ein bisschen aufs PII-Thema rein. Ist einfach, Ownership ist nicht absolut klar in dem Moment. Das führt zu komischen Zwischenzuständen. Dann Post-Quantum, Krypto-Angriff, das ist ein grosses Wort, aber schlussendlich geht es einfach darum, dass egal welche Daten irgendwie in einer Blockchain sind, sind sie mit irgendwelchen kryptografischen Konzepten geschützt im Normalfall. Oder? Die kryptografischen Konzepte werden aber über Zeit an Schutzqualität abnehmen und man weiß einfach, dass Post-Quantum ein potenzieller Threat-Vector ist. Darum habe ich auch erwähnt, das ist also explizit, weil den kennt man definitiv schon. Also man weiß, dass zum Beispiel Primzahlenzerlegung mit Genre-Algorithmus wird einfach sehr viel effizienter. Folgerichtig ist das ein valides Angriffsszenario, wo auch der Trust von einer Blockchain schlussendlich ein bisschen in Kritik stellt. Ganz allgemein kann man sagen, es gibt Threat-Model zu Blockchains, aber die sind manchmal fuzzy, manchmal gut. Es ist nicht so, da gibt es keine One-Size-Fits-All. Es ist aber eine grosse Challenge. Und
Maturität ist verhältnismäßig, und ich rede jetzt aus der Perspektive Identitätswelt, oder? Also was man sonst noch so kennt in dieser Welt, ist Maturität noch gering zur Zeit. Die wird sich definitiv improven, also man darf das jetzt nicht als Schlimmes nehmen, aber die wird sich improven, wird sich auch improven müssen, damit es funktioniert. Und dann einer von den in meinen Augen wichtigsten Challenges da drin ist, dass der Client, sprich das Wallet, ist in den meisten Fällen nicht Mitglied von der Blockchain direkt, muss also irgendeiner Mediationsstelle vertrauen, dass sie den Job richtig macht. Und das bricht eigentlich die Logik in der Blockchain auf, weil End-zu-End-Verifikation wird damit eigentlich geschwächt. Ist also einfach auch noch wichtig zu wissen. In dem Moment, wo der Client, also die App, zum Beispiel Mitglied in der Blockchain ist, ändert es die Aussage ein bisschen, aber es ist eigentlich noch nicht der Status quo heute. Dann reden wir mal von heute. Und der letzte habe ich schon adressiert vorhin, dass eben Verlust von Nachweis und Weiss ist eine Challenge diesbezüglich. Also Sex mit Revocation, Sex mit ich verliere beglaubigte die Daten und kann jemandem Dritten beglaubigte die Daten geben und der kann die nachher missbrauchen. Oder? Ich sage jetzt nicht, dass er damit einem gar kein impersonieren, aber er kommt mindestens zum Beispiel für mal Analytics interessante Daten. Dann SSI ohne DLT. Ja, das ist eigentlich nichts anderes, als ich habe halt irgendwo eine API und eine Datenbank. Das hat andere Challenges, oder? Die Maturität ist auch da noch gering. Privacy ist definitiv besser als bei einem klassisch PKI-orientierten Konzept, weil ich einfacher nur bestimmte Werte kann disclosen. Also ich habe zum Beispiel die Option, mit SSI nur mein Alter freizugeben, oder? Bei PKI ist das nur mit sehr viel Umweg möglich. Es ist möglich, aber es ist braucht sehr viel. Also das ist schon, PKI ist per Definition nie für das intended gewesen. Darum jetzt da so ein paar Challenges drin. Threat Models sind definitiv auch da noch unklar, weil die sind per se in der ganzen SSI-Welt noch ein bisschen unklar. Der Verlust von Nachweis und Weiss ist auch da eine Challenge. Und das ist einfach so ein grundsätzliches Problem. Dann PKI ist auch ein Lösungsansatz, oder? Das ist ganz klassisch, Public Infrastructure, Zertifikat, X509, oder? Das sind so die Akronyme in dem Ecken. Das ist definitiv eine Maturi-Technologie. Ich meine, alles, was TLS ist, baut auf dem auf. Also jede Verschlüsselung zu jeder Webseite nutzt das Konzept. Es gibt sehr gute und bekannte Threat Model. Was aber definitiv eine Challenge ist, wie ist Key Distribution? Also wie kriege ich zum Konsumenten Schlüssel raus? Das ist eine Herausforderung. In Firmen macht man das mit Smart Cards zum Beispiel oder YubiKeys oder was auch immer. Im Fall von einer AID würde man dann zum Beispiel einen Chip auf die Idee oder den Pass machen. Oder es läuft irgendwie in die Richtung rein, dass ich den Key distributen kann. Was auch ein Challenge ist, der Mobile-Support ist eingeschränkt, was wieder zu der Frage führt, ist denn in den Anwendungsszenarien, wo man für eine AID sieht, Mobile der grosse Treiber oder ist es Desktop? Who knows? Wahrscheinlich ist die Mobile-Plattform grösser zurzeit, also mehr Leute werden Mobile haben als Desktop. Hat aber auch noch ein paar Challenges dort drin, oder? Also PKI-Konzept funktioniert nicht einfach so auf einem Mobile-Device-Stand. Man muss es irgendwie managen und Zertifikate aufbringen und ist alles, das ist ziemlich bolted da in dem Moment. Das ist wirklich nicht mehr einfach. Denn Privacy ist doch ein bisschen durchgezogen, kommt schwer auf den Einsatzzweck drauf an. Ich würde jetzt argumentieren, dass im Fall von einer einfachen Nutzung als Authentifizierungsmittel ist es relativ simpel und Privacy okay ist. Im Fall von ich gebe Daten weiter, ist einfach das Problem, dass die Schlüsselfolgen immer können einfach nachvollzogen werden. Sprich, ich weiß immer, wo etwas herkommt und das schränkt das Privacy doch massiv ein. Was aber noch spannend zu erwähnen ist, PKI-Konzept, vor allem mit Client-Zertifikat, können Kunden vor Man-in-the-Middle-Attack effizient schützen. Das sind eigentlich die einzige Technologie, die das zurzeit kann. Das sei jetzt gut wie schlecht. Wenn du ein High-Risiko-Szenario hast, ist Man-in-the-Middle-Schutz definitiv etwas, was recht wertvoll ist. Um ist die Frage vom Anwendungsfall wieder. Wenn ich mein Haus verkaufen will, dann ist vielleicht mit dem interessant. Wenn ich irgendwie am Steueramt nur meine Steuerfristgang verlängere, ja, dann ist es halt vielleicht nicht so relevant. Und das führt eigentlich zum Problem, dass das Anwendungsszenario eigentlich definiert, welche Technologien überhaupt möglich sind. Das ist so eine Challenge in der ganzen Welt. Dann haben wir Identity Provider. Das ist eigentlich da mehr oder weniger gewesen, wo man in der AID-Abstimmung abgelehnt hat. Ist eine sehr mature Technologie. Einfache Integration,
hat wirklich bekannte Threat Model. Privacy ist auf der anderen Seite aber ein riesen Issue, weil es fallen alle Nutzungsdaten an, oder? Also im Sinne von, der Identitätsprovider weiß halt, wo ich mich anmelde, zu welcher Zeit, mit welchem Gerät und so weiter. Sprich, es hat wirklich viele Nutzungsdaten. Und Schutz vor Impersonation ist relativ schwierig. Also ich mache das Fallbeispiel, der IDP kann durch technische Fehler oder aber auch durch Angriff sich als ich ausgeben, weil er hat ja alles, was er braucht dafür. Man kann das ein bisschen umwirken, oder? Da gibt es dann so zwei Workarounds, aber also grundsätzlich ist einfach Impersonation eines der grössten Risiken zusammen mit der ganzen Privacy-Übung. So. Wenn man das versucht zusammenzudampfen, dann gibt es da einfach zwei Architekturkonzepte mehr oder weniger, die prominent im Raum stehen, oder? Das ist ein Wallet-Konzept und das ist ein Server-Konzept, zentral versus dezentral. Bei der Wallet ist Ease of Use, ist so, ja, es ist unklar. Sagen wir mal, Authentifizierungs-Apps gibt es schon ein paar, kann man auch brauchen, aber per se breitflächige Daten hat man also an dieser Front noch nicht. Und es ist auch immer ein schwierig, wo sich dort die Plattformhersteller wie Microsoft, Google und Apple entwickelt, oder? Weil die User Experience hängt auch mit der Plattformfunktionalität zusammen. Ist von dem her gesehen herausfordernd. Security, die Privacy ist tendenziell besser. Ich sage aber extra tendenziell, weil Nutzungsdaten könnten auch aus einer Mobile-App extrahiert werden. Oder? Also auch, wenn ich eine Wallet-App habe, könnte ich die Telemetriedaten heimschicken irgendjemandem. Das kann sein, dass jemand eine Wallet-App baut, die effektiv da ist, zum Kundendaten abgreifen. Es kann aber auch sein, dass es einen technischen Fehler gibt. Oder? Also das heisst, nur weil es dezentral ist, ist es noch lange nicht auch bei Definition Privacy. Es ist so ein bisschen ein Spannungsfeld. Es ist höher zum Privacy machen und es ist auch tendenziell eher feasible, oder? Also machbar, aber es ist nicht ein Garant. Und das ist wichtig zu wissen. Security ist auch stark abhängig von der Plattform, sprich iOS und Android verhalten sich nicht möglicherweise nicht gleich und da heißt, da gibt es Einflüsse. Und der Schutz vor Phishing-Angriffen ist ziemlich unklar an dieser Baustelle zurzeit. Also es ist nicht klar, ob es überhaupt sinnvoll machbar ist, zum Phishing-Schutz anzubringen. Komme ich noch einmal schnell darauf zurück, denn was ich genau damit meine, weil das ist ein großes Problem am Schluss. Technologien in dem Dunstkreis sind SSI, oder mit SSI meine ich jetzt mal alle etablierten Sachen wie Indie Hyper, also Hyperledger Indie und Sovereign und was noch gibt, oder da kommt eigentlich gar nicht so drauf an. Denn SIOP ist eigentlich eine Implementierung von einem Föderationsprotokoll, wo Self-Issued eigentlich erlaubt, sprich, mein Telefon tretet als Identitätsprovider auf, also eigentlich das, was man aus der zentralisierten Welt kennt. Das ist auch ein bisschen both ways, ist jetzt gerade ein bisschen im Doing, der Themenbereich, Maturität ist auch noch relativ tief zurzeit, aber immerhin wäre es etwas, wo langfristig, sagen wir mal, viel Marktaktion hat, weil viele kennen die Protokolle. Was auch möglich ist, ist mit einem Wallet-Ansatz ein PKI-Konzept zu fahren. Auf der Serverseite, ja, Ease of Use ist relativ gut, weil viele Leute sind sich einfach gewöhnt, mit dem umzugehen. Oder? Jeder hat ein E-Banking-Login, jeder hat ein Google-Login oder was auch immer. Die Leute sind sich den Prozess gewöhnt. Oder? Privacy auf der anderen Seite ist, gelinde gesagt, ein Nightmare, weil ja, der IDP hat relativ viele Daten über die Aktivität des Users. Impersonations-Challenge habe ich vorher schon gesagt. Kann vor Phishing schützen in gewissen Szenarien. Wenn man es richtig implementiert, kann man da wirklich einen Schutz vor Phishing erreichen. Und Technologien, die dem zugrunde liegen, sind Föderationsprotokoll. Damit ist gemeint so Sachen wie OpenID Connect und SAML zum Beispiel, zum Beispiel sagen. Was es auch noch gibt, ist so ein Modell, das das erklärt. Ich habe es eigentlich reingenommen, damit man, falls man die Folie noch anschauen will, sich versucht, Verständnis zu schaffen, oder wie die ganze Modell shiftet. Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass da links und rechts geswappt ist im Vergleich zur Folie vorher. Korrigiere ich dann noch schnell nachher, damit man nicht Konfusion hat, weil es jetzt überkreuzt ist. Aber es ist einfach, oder die Kontrolle ist an einem anderen Ort. Oder der User kommt in der ganzen SSI-Welt mehr Kontrollen über. Das ist richtig vorgestellt, der Preis, den er zahlt, wert ist. Lass ich mal offen, das ist eine schwierige Diskussion. So. Was es auch noch gibt, sind hybride Setups. Also zum Beispiel ein Wallet in Kombination mit einem Backup-Konzept, dass ich alle Credentials und Elemente, die ich in meinem Wallet habe, irgendwo an ein Backup kann. Da geht es vor allem darum, wie kann ich denn, wenn ich mein Gerät verliere oder mein iPhone defekt ist oder was auch immer, wie komme ich wieder zu meinen Daten, oder?
Da kann sie ein Cloud-Backup, da kann sie ein lokales Backup, spielt keine Rolle. Am Ende des Tages einfach ist es ein Problem an dem Konzept, dass Angriffsfläche massiv erhöht wird, wenn man mehr Teilnehmer hat. Also, ja, irgendwo noch ein Backup und ein Backup, das tendenziell angegriffen werden. Ist eine Challenge, ist machbar technologisch, die Frage ist, ob es sinnhaft ist. Wie ich halt der Meinung, es ist nicht so sinnhaft. Dann gibt es ein anderes Hybrid-Szenario, das ist ein Wallet und ein Datenträger. Damit ist eigentlich gemeint, oder? Dass ich zum Beispiel einen externen Schlüssel habe, also ich habe mein Smartphone mit dem Wallet drauf und damit ich das Wallet nutzen kann, brauche ich zum Beispiel die ID als externes Element. Der grosse Vorteil an dem ist, ich kann mich selber wieder registrieren, oder? Also wenn ich ein neues Telefon bekomme, kann ich mich selber wieder mit der ID auf dem registrieren. Wenn es denn die ID ist, einfach ein Datenträger mal für den Moment, oder? Und es reduziert die Angriffsfläche, weil immerhin ist der Datenträger offline. Also im Sinne von, es ist nicht einfach, da irgendetwas rauszukopieren und so. Macht Self-Recovery in dem Sinn ein bisschen einfacher. So, jetzt habe ich dann viel geredet und würde schnell einen Wrap-up machen. Und das ist jetzt sehr eine persönliche Meinung. Jetzt wird es ein bisschen fuzzy. Das ist ja, welche Lösung scheint denn sinnhaft, oder? Das Problem, das man eigentlich hat, ist, dass dass die Anwendungsszenarien noch nicht klar sind, ist extrem schwierig, generalisierte Meinung zu treffen. Und ich für mich breche es mittlerweile auf das aber, dass ich sage, ein EID sollte primär den Zweck von der elektronischen Ausweis erfolgen. Am Schluss kann man noch Fragen stellen. Man sollte am Zweck von der elektronischen Ausweisbarkeit erfolgen. So, das heisst, in meinen Augen ist eine Kombination aus PKI-Konzept und Wallet etwa das, was erstrebenswert ist. Sprich, ich habe zum Beispiel die Idee, kann mit der ein Wallet bootstrappen, die ich irgendwo habe, so kann ich dort selber registrieren und kann dann zum Beispiel mit der Idee zusammen und dem Telefon Anwendungsszenarien nutzen, wo eine höhere Garantie erforderlich ist, im Sinne von, ich kann den Ausweis nutzen als Mittel zum Beweisen, dass ich beides habe, also mein Wallet plus die Idee. Und bei tieferen Anwendungsszenarien, dass man sagt, ja okay, ich kann mit lokaler Biometrie oder am PIN zum Beispiel langen, zum aus dem Wallet raus jemand Drittem beweisen, dass ich bin. Oder dass ich ein gewisses Alter habe zum Beispiel. So. Ich würde ganz klar im Vordergrund stellen, dass man vorerst auf die verzichtet, auf die Verifiable Credentials und die ID-Thematik. Im Sinne von, die Risiken sind einfach noch ein bisschen fuzzy. Ich würde nicht per se ausschliessen in der Zukunft, aber ich würde am Anfang in einer ersten Generation definitiv auf das verzichten und eben eine reine Nutzung als personenidentifizierendes Mittel schaffen. Noch ein Wort zu Phishing. Ja. Phishing bleibt ein Problem, weil ganz besonders in dem Moment, wo ich über mehrere Geräte etwas mache, bin ich angreifbar. Was ich damit meine ist, wenn ich ein Wallet habe, ist die Chance bewusst, hoch, dass ich ein Smartphone habe. Und mit dem Smartphone ist mein Wallet verbunden. Und wenn ich mich auf dem PC will anmelden, dann muss ich irgendwie Daten von meinem Computer auf das Wallet darüber transferieren, zum Beispiel über einen QR-Code. Und der Moment ist angreifbar für Phishing-Attacks. Da kann ich gerne dann noch ein bisschen ausdeutschen im Nachgang für die, was interessiert. Aber belassen wir es mal dabei, dass das eine etablierte Theorie ist schon. Und folgerichtig ist dann immer die Frage, wer übernimmt die Restrisiken? Wer übernimmt das Risiko für Phishing? Weil der Benutzer kann das nur bis zu einem gewissen Grad übernehmen. So, das ist meine Meinung von dem. Zum aber noch zum Titel zurückkommen, weil ich will den Wrap-up machen, oder? Wieso ist die Diskussion nicht technologisch sein? Weil wir sind jetzt technologisch geworden am Schluss. Aber es ist schlicht und ergreifend, dass die Anforderungen zurzeit unklar sind und ein riesen Wunschkonzert und ein riesen Bazar herrscht, oder? Und damit ist einfach die Problematik gegeben, dass wir versuchen, eine Lösung zu generieren für Anwendungsfälle, die nicht klar definiert sind. Und wir sagen einfach ein bisschen alles. Und es ist einfach ein typisches Problem, dass man nicht alle Punkte können erfüllen können. Es ist nicht möglich, ein sicheres System mit hoher Security und guter Privacy alles in eine Kombination zu bringen. Das ist relativ schwierig. Und das ist so ein der Wrap-up. Wir müssen unbedingt in der Zukunft schärfen, was das Teil soll müssen können. Wenn wir das gemacht haben, und es ist immer noch ein riesen Zoo, dann müssen wir damit leben, dass es viele Restrisiken gibt. Und die vielen Restrisiken müssen wir auf der legalen Perspektive adressieren. Wir müssen also klar sagen, wer hat welche Haftungen zu welchen Konditionen. Und dann kommen wir ans Ziel, oder?
Weil in dem Moment, wo die Haftungen geklärt sind und sinnvoll geklärt sind, ist am Konsument auch mehr oder weniger wichtig, wenn er ein bisschen aware ist, was die Auswirkungen sind oder in Bezug auf, was kann damit für Schabernack getrieben werden. So. Das ist mein Vortrag. Ich glaube, recht gut in der Zeit. Ich glaube noch 6 Minuten oder so. Oder 5 Minuten oder ein bisschen etwas. Und ich sehe, es hat noch Fragen. Ich fange doch einfach mal an. Chris, bewusst naiv gefragt und weil der Titel ja lautet, mit entsprechender Regulierung ließe sich das Privacy-Problem bei Server-Seiting-Lösungen ja minimieren. Wie siehst du das? Jein, oder? Die Problematik, die ich dort immer sehe bei serverseitigen Konstruktionen, ist, dass ja, man kann eine Regulation drüber stülpen im Sinne von, man darf die Daten nicht missbrauchen. Auf der anderen Seite ist aber das Problem, Daten, die anfallen, können missbraucht werden, sechs durch Angriff, oder? Also es kann ein Angreifer sein, oder aber durch bewusste Entscheidungen. Das heisst, das Ziel von Datensparsamkeit wäre erstrebenswert, um einfach die Angriffsvektoren zu reduzieren, oder? Das ist doch meine Meinung. Und in dem Moment ist ein Wallet-zentriertes Konzept besser, aber eben nicht absolut, weil die Chance, dass jemand eine Wallet-App rausgibt, wo irgendwelche Daten collected, ist auch da. Oder? Und Fallbeispiel, aktuell, ich kann nicht verifizieren, ob eine Open-Source-App, ob der Code, der Open-Source ist, auch der ist, der auf meinem Gerät oben läuft, folgerichtig habe ich eigentlich gar keine Verifizierbarkeit. Das ist ein Problem, oder? Aber lassen wir das mal noch bei den grossen Plattformen sein, weil das ist ein Problem, das wir mit der AI die nicht lösen können. Noel sagt, meint, gegen Missbrauch hilft Regulierung nicht viel. Ja, I concur. Das ist einfach das Problem. Ja, Konsequenz gegen Missbrauch ist auch schwierig, weil wie sanktionierst du so etwas, wenn du möglichst eine hohe Verbreitung willst? Schwierig, oder? Üblicherweise kannst du nur auf datenschutztechnisch, also auf Datenschutzgesetz selbig abbrechen und dann sagen, bist du böse gewesen. Der Schaden, der daraus entsteht, ist schwierig zu beziffern, oder? Ja, definitiv. Missbrauch gesammelter Daten ist definitiv ein Topic gewesen, wie wir es mal Nein gesagt haben. Oder mindestens ich habe wegen dem aktiv Nein gesagt. Und Bina 33 gefragt, Projektmanagement sollte ein klares Ziel definieren. Ja, das muss man ganz dringend am Bund sagen. Das ist nämlich der Bund, ist da im Lead, oder? Die haben jetzt immerhin eine Open-Source-Diskussion auf GitHub aufgeleistet, um die Fragestellung zu klären. Aber aus meiner Perspektive ist das immer noch ein bisschen Jekami im Sinne von, man will riesige Trust-Room- und Ökosystem-Ideologien diskutieren und gleichzeitig diskutiert man dann nicht über den einfachsten Case, nämlich wie kann ich im digitalen Raum nachweisen, dass ich bin. In dem Fall sind wahrscheinlich nicht mehr viele neue Fragen. Jetzt ist gerade noch irgendetwas gekommen. Okay. Dann wird es aber zu einem Security-Problem und nicht mehr in erster Linie zu einem Privacy-Problem. Ja, das ist so, das ist genau. Der ambivalente Zustand, oder? Man schiebt sich hier und her, kannst immer legal, Privacy und Security und irgendwo in dem archetypischen Problem bewegst du dich halt, oder? Aber in dem Moment würde ich doch sagen, merci vielmal für die sehr interessanten Einblicke in die ganzen AID-Technologien. Ich danke dir vielmal für deinen Vortrag. Bitte, habe ich gerne gemacht. Ich hoffe, man hat etwas mitnehmen können, im Sinne von, es war nicht zu tief runter. Nein, ich denke schon. Das war sehr interessant gewesen.